Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben eben ein Unboxing-Video gemacht von dem hier. Hoppala. Na komm mal hier rüber, Mosi. So. Die Qualität von dem ist... Es ist okay, wenn man sich es immer wieder sagt, aber ich muss sagen, den von OneConnect, den ich vorher hatte, den ich zurückschicken musste, der... Hat nur 10 Euro mehr gekostet damals. Jetzt kostet er ja 99 Euro. Ist um Längen besser gewesen. Ja, und hier passt nicht mal der Schraubenschlüssel richtig. Ah, doch jetzt. Geht auch rauf hier. Ein bisschen muss noch. Der ist noch nicht ganz bündig. Ja, jetzt ist er bündig und jetzt geht es auch nicht weiter zu drehen. Ich muss euch mal leider drehen, damit ihr das jetzt so nicht so seht, aber ich muss hier die Schraube vernünftig ansetzen. Oh, fuck. Ach. Am besten das Rad dann auch noch ein bisschen festhalten mit der anderen Hand, dass sie auch nicht schräg kommt. Ich frage mich, warum man hier unbedingt zum Schrauben machen muss. Es gibt doch auch genug andere Möglichkeiten. Rollen zum Stecken, die man dann jederzeit wieder wechseln kann, wenn es mal was kaputt ist oder irgendwas dergleichen. Also... Na, vielleicht wegen dem Preis, die zum Stecken werden gleich wieder teurer oder so. Jetzt greift das wieder nicht bei der Schraube. Ist es doch nicht. Ich glaube, der greift jetzt nicht mehr bei der Schraube. Ich komme drüber. Also ist jetzt nicht so... Ja, ich krieg diese Schraube nicht mehr fest. Weiter. Der Schlüssel, der ist auch eierig jetzt. Der hat sich ein bisschen verdreht. Also der Schlüssel ist ganz schlechte Qualität. Jetzt kriege ich es. Nochmal den Schlüssel rauf und ein bisschen schräg machen, damit er sich ein bisschen auf der Schraube verkantet. Dann geht's. Aber so an sich, das ist so ein dünnes Blechteil. Seht ihr das? Der hat sich schon ein bisschen verkantet und verdreht es nicht. Ich will das Ding jetzt nicht schlecht machen, Mensch, das hat nur 59 Euro gekostet. Wenn man sich die anderen Klimageräte jetzt anguckt, die mit Wasser, was die jetzt kosten. Einer von meinen Abonnenten, ich weiß jetzt gar nicht welcher, hat mir auch empfohlen, bei Pearl... haben sie wohl eins mit Perte-Element. Vielleicht hole ich mir so ein Ding auch mal. Jetzt nicht gerade bei Pearl, weil da kostet es 199 Euro. Ist aber auch eigentlich nur... Ach, aus China. Oh, leck mich doch.
Also eine Schraube muss er noch durch, muss der Schlüssel noch durchhalten. Die habe ich hier gleich drin. Danach kann er in den Müll fliegen. Ach, so. So. Und viele fragen sich, hast du eine Klimaanlage? Ja, ich kann doch die Klimaanlage nicht ständig umräumen. Und auch für hier kann ich sie denn, das Ding kann ich auf den Tisch stellen, hier an Strom ranbammeln und ein bisschen rumwedeln lassen. Ein bisschen kalte Luft und so. Es ist jetzt nicht, dass der Raum kühl ist, nur das, ja, und das frisst halt nicht so viel Strom wie eine Klimaanlage. Ich kann ja hier nicht, überlegt mal abends der Stream. Ich habe den PC an, habe die Playstation, habe den Bildschirm nochmal an. Dann zusätzlich noch Klimaanlage. Ich zahle jetzt schon 100 Euro Strom. Also das ist, ich möchte jetzt ungern, dass mein Stromanbieter mir sagt, naja, reicht nicht ganz warm, machen wir mal nächstes Jahr 150. Ja, das wart wohl jetzt denn doch für den Schraubenschlüssel. Jetzt hat er seine letzten Zuckungen getan, oder? Ein bisschen noch, ach komm, ey, noch 2-3 Umdrehungen musst du noch aushalten. Versuche mal das so zu machen, dass ich hier anders irgendwie an die Schraube rankomme. Es ist einfach Kacke. Rutsche jetzt über die Schraube rüber. Ich versuche gerade, dass sich der Schlüssel hier so ein bisschen verkantet, was er nicht will. Jetzt, ich habe es geschafft, dass er sich verkantet. Hält aber nicht lange an. Die Schraube nuddelt sich ab, der Schlüssel verbiegt sich. Komm, eine Umdrehung musst du noch schaffen. Eine musst du noch schaffen. Na, wenigstens eine halbe hier. Komm, bitte. Wenn nicht, muss ich zu meinem Vater fahren. In der Garage. Und das Ding dann... Nochmal versuchen gerade zu machen oder halt mit anderen Schraubenschlüssel irgendwie ranzukommen. Nee, das waren die letzten Zuckungen vom Schraubenschlüssel. Oder? Ach nee, ich hab's. Ah nee, wieder nicht. So ein Stück habe ich geschafft. Ich schwitze mir hier gerade die Seele aus dem Leib, ey. Ja, die Schraube wird auch immer runder. Ach, fuck. Leck mich am Arsch, ey. Habe ich meinen Schraubenschlüssel? Habe ich irgendwas hier? Nee, habe ich nicht. Ich rutsche auch immer runter, also. Ach, jetzt noch mal ein Stück.
Also wenn ihr das macht, nehmt gleich einen richtigen. Also der, der mit beigeliefert ist. Also es kann sein, dass ich jetzt hier nur minderwertige Ware gekriegt habe. Oh. Jetzt habe ich es auch geschafft. Immer ein Stück. Jetzt. Ui, 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 ui. So. Was halt schade ist, dass er halt keine Fernbedienung hat. Weil selbst bei dem Gummi hier, ich mach gerade das ab, geht mir das Plaster ab vom Kabelbinder. Ganz toll. So. Und jetzt werden wir mal testen. So. Stufe 1. Ach so. Alexa, Esstisch an. Jetzt sollte gehen. Jetzt geht's hoch. Irgendwas klappert da drin. Ist halt ein bisschen leichtet mit Plastik. Duft ist etwas kühl, ja. Also schon. Riecht aber ein bisschen. Funktioniert ganz gut. Also so, also kühlen tut das schon mal gut. So, was haben wir denn hier? Hier können wir dann auch noch mal einstellen, nach unten oder nach vorne. Wieso geht das nicht alles mit einmal? Okay, wir haben halt hier so. Jetzt machen wir das alles mal nach vorne. So. Wir haben praktisch hier eine komplette Fläche mit Gittern. Aber wo die Luft rauskommt, das ist genauso wie bei dem anderen Modell, was ich vorher hatte. Und weil viele mal denken, dann kommt die Luft über die ganze Fläche. Nein, die Fläche nicht. Im Prinzip ist es wirklich nur diese dünne Fläche, wie bei einem Standventilator hier, wo die Luft rauskommt. Und dann können wir hier mit Schwingen machen. Und hier haben wir dann so ein Hebelchen drin, wo wir dann sagen können, die Luft soll nach unten oder nach oben kommen. So. Ich guck noch mal. Ja, ist nach vorne raus, also das soll definitiv so sein. Ich mache noch mal kurz Stufe 1 an. Ach, jetzt klappert es auch nicht mehr. Oh, jetzt kommen auch viele Bands hier. Hua. Also Leistung ist gut. Also da muss ich sagen, Hut ab. Für das kleine Ding. Also Leistung für das kleine Ding ist gut. So, ich ziehe noch mal raus. Ich werde den jetzt auch demnächst dann mal testen mit Wasser. Na, hier oben, da wo der Kabel reingeht, ist locker. Das finde ich auch, also ich guck mal, ob ihr das sehen könnt. Finde ich jetzt auch nicht so gut verarbeitet. Verbindet? So, hier. Das ist locker. Ich hoffe, das geht nicht von der Platine denn runter oder so, aber es ist halt locker. So, und jetzt gucken wir uns das mal vom Ganzen an. Wir können jetzt hier aufklappen. So, und dann haben wir hier praktisch das Gitter und das war bei mir letztens kaputt.
Deswegen habe ich es zurückgeschickt, weil ich hatte Angst, dass, weil hier das Loch und das nach innen und hier das Wasser, was hier lang geht, dass das dann praktisch hier, und dann habe ich dann unten eine Pfütze Wasser oder so. Hier ist dann praktisch das Gitter, das können wir hier auch komplett rausnehmen. Das sieht dann so aus. Ja, da läuft das Wasser dann lang. Also praktisch hier oben fließt das Wasser rein, geht dann halt hier lang und dann hier unten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, die Nippel hier oben, da drinne, da geht es dann auf diese Wabe und dann läuft es halt hier zwischen, das wird dann auch nass und so, läuft es dann runter, das Wasser. Und die Luft wird praktisch von hinten reingesogen, dadurch, dass das hier drin ist, Luft rein, das Wasser kühlt die Luft ab, der Ventilator verteilt es. Hier haben wir dann auch den Schlauch, den zeige ich euch gleich mal. Und dadurch, dass er halt das Wasser runtergeht, hier unten haben wir dann auch noch eine Schale und dann geht das Wasser praktisch hier in den Tank wieder zurück. Also hier unten ist das Loch. Hier haben wir auch einen Filter drauf. Also selbst wenn hier Dreckpartikel wären, würde da reingehen, landet dann halt auf dem Sieb. Ja, und da unten runter haben wir einen Motor, den können wir auch rausnehmen. Der hat hier so Plastestifte und dann kann man das ganze Ding rausziehen und sauber machen. Hier geht der Schlauch praktisch vom, der ist hier ein bisschen besser verarbeitet als beim schwarzen, was ich hatte. Da war es nur raufgesetzt. Hier ist es halt wirklich mit Dings auch noch festgemacht, mit Kabelbinder und so. Geht es hier hoch. Hier ist es auch noch mal festgemacht, damit das hier nicht einzeln rumfliegt. Finde ich ein bisschen locker. Aber solange es hält, hält es. Geht hier hoch, ja, und dann praktisch hier kommt das Wasser raus. Also praktisch hier ist der Anschluss und hier oben ist so ein kleines Ding, da kommt das Wasser raus. So, dann können wir das auch wieder zumachen. So, einfach hier so rein und dann das Gitter hier auch dann zack zu. Die Größe für so zwischendurch ist okay von dem Ding. Es hat, ne, so, und dann müssen wir hier unten einfach so das hier, zack, zack. So, und jetzt ist es halt ein bisschen auf Spannung zu, aber ja. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Power hat's. Da hat es mich erstaunt und überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass das kleine Ding so viel Power hat. Verarbeitung finde ich eher... Naja, überall gucken Plastisachen raus und so. Also finde ich jetzt nicht so gut. Da fand ich das Ding, was ich davor hatte, von der Verarbeitung wesentlich besser. Vom Style-Faktor auch wesentlich besser. Das ist jetzt viel, viel kleiner. Aber reicht auch aus. Also wie gesagt, Verarbeitung unbedingt Minuspunkt. Also das finde ich nicht gut. Das Werkzeug, was mit bei ist, ja, verbiegt sich. Du kriegst mit Mühe und Not und mit Finger aufschrappen kriegst du alle vier Räder ran. Finde ich nicht gut. Fernbedienung ist nicht mit bei, wusste ich. Ist kein Punktabzug oder so. Ja, jetzt mal gucken, wie es mit Wasser ist. Wie gesagt, hier ist ein 4-Liter-Tank drin. Wir haben auch noch Kühlakkus, die muss ich aber erst vorbereiten. Und ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ich habe auch noch große, richtig große Kühlakkus. Für meine Eistasche, die könnten hier eventuell auch reinpassen. Einer oder zwei, na, aber da habe ich weniger Wasser. Also einer, müsste man mal gucken. Und das Geräusch ist jetzt aber auch weg. Wir können ja gerne noch mal hören, ob jetzt alles weg ist. So. Na, wo ist es denn? Da. So, wir machen jetzt noch mal auf 1. Jetzt höre ich Kind. Ne, ist nichts mehr. 2. Auch nichts mehr. Und bei 3 auch kein Geräusch mehr. Das ist schon mal gut. Jetzt machen wir nochmal Schwingen an. Ja,
Jetzt seht ihr vielleicht die Lamellen, dass die sich so ein bisschen bewegen. Müsst ihr hingucken. Also sobald ich hier oben festhalte, eben hatte ich ein Geräusch. Ja, aber Arme haben wir auch, also Greifsachen. Wir haben auf jeden Fall hier auch eine kleine Aussparung zum Greifen. Aber es ist halt wirklich so, 59 Euro hat das gekostet. Da habe ich auch jetzt ehrlich gesagt nicht so viel erwartet, aber die Verarbeitung echt, ich weiß nicht. Also ein Tick besser könnte die sein. Material, was bei ist, könnte ein bisschen besser sein. Leistung vom Gerät an sich bis jetzt gut, sogar sehr gut, würde ich sagen. Da bin ich mal gespannt, wie es denn sich jetzt schlägt, wenn wir das hier vorbereitet haben. Und das werde ich nämlich gleich mal machen. Und Wasser einfüllen, wie dann sich schlägt. Ich werde ihn heute Abend mal beim Stream benutzen. Da wird es dann nochmal ein Video geben. Lasst mich den nur ein paar Tage benutzen und dann gebe ich auch mein Fazit-Video. Aber jetzt im ersten Augenblick müsst ihr selber für euch entscheiden. Vielleicht ist das neue, für euer Ding ja auch besser verarbeitet, also ohne Plaster rausstehend oder so. Aber für 59 Euro für den Sommer, wenn ihr überlegt, was die anderen jetzt kosten, sie haben halt, das ist so, man kann es halt nicht anders sagen, mit dem Gerät haben sie eigentlich momentan ein Monopol. Es gibt keins, was mit diesem Wasser, mit dem Hoch, also dass das Wasser hinten lang läuft, was für den Preis zu haben ist. Ich habe geguckt, ich habe nichts gefunden. Sonst hätte ich ein anderes gekauft, gebe ich auch ehrlich zu. Bin dann halt doch wieder bei OneConcept gelandet. Aber mir hat das Gerät, was ich vorher hatte, was ich zurückschicken geschickt habe, wegen Defekt. Und ja, leider dann ausverkauft war und ich es mir nicht für den gleichen Preis nochmal kaufen konnte. Und ich wollte keine 130 oder 140 Euro dafür ausgeben. Ich denke mal, das kann auch jeder verstehen. Ich habe dann neu gehofft, dass nach dem Sommer nochmal billiger wird oder so, aber es ist nicht billiger geworden. Ich weiß auch nicht, ob meine Preisgarantie jetzt immer noch gültig ist. Ich muss mal gucken, ob ich die E-Mail überhaupt noch habe, weil ich würde es nochmal kaufen wollen, weil der hat mir wirklich besser gefallen, der schwarze, den ich hatte. Der hat mir besser gefallen. Von der Größe und von der Qualität war der wirklich top. Wirklich top, da kann ich nicht schmeckern, außer dass halt das Gitter kaputt war. Aber dafür, das kann auf der Fahrt passiert sein oder was weiß ich, ich weiß es nicht. Das ist halt auch nur so ein dünnes Gitter, das rechne ich nicht an. Aber das Metall hat, das Plastik hat sich wertiger angefühlt bei dem Schwarzen, dicker. Hier ist, merkt man, hier ist, kann man leicht eindrücken. Ja? Oder hier. Ja, das mache ich nochmal so. Seht ihr das? Das war bei dem anderen nicht, das hat einen stabileren Eindruck gemacht. Aber was will man für 59 Euro erwarten? So, ich hoffe, hat euch gefallen. Ich bin jetzt am Testen, Fazit kommt. Könnt ihr gespannt drauf sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.